Setzen Sie ein. Wo ist, lebt, wohnt er oder sie? Er ist auf den Inseln. Er ist bei Andrea. Er lebt auf Island. Er sitzt im Wohnzimmer. Er ist zu Hause. Er ist auf dem Platz. Er ist an oder in der Ecke. Er ist vorne. Er ist in der Schweiz. Er ist an der Haltestelle. Er ist am Tisch. Er ist auf dem Markt. Er ist im Restaurant. Er lebt in Georgien. Er ist weg. Er ist an der Grenze. Er ist auf der Straße. Er ist in der oder auf der Post. Er ist im Osten. Er ist in der Wüste. Er ist im Schrank. Er ist im Internet. Er ist bei mir. Er ist im Hotelzimmer. Er ist auf der Autobahn. Sie lebt in der Schweiz. Sie lebt auf den Malediven. Sie lebt in Bangladesch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Setzen Sie ein, wohin geht, fährt, fliegt er oder sie? Er fliegt auf die Inseln. Er geht zu Andrea. Er fährt nach Island. Er geht ins Wohnzimmer. Er geht nach Hause. Er geht auf den, über den oder zum Platz. Er geht an oder in die Ecke. Er geht nach vorne. Er fährt in die Schweiz. Er geht an die oder zur Haltestelle. Er geht an den oder zum Tisch. Er geht auf den Markt. Er geht ins oder zum Restaurant. Er fährt nach Georgien. Er geht weg. Er geht an die Grenze. Er geht auf oder über die Straße. Er geht in die, auf die oder zur Post. Er fährt nach Osten. Er geht in die Wüste. Er geht in oder zum Schrank. Er geht ins Internet. Er geht zu mir. Er geht ins, zum oder aufs Hotelzimmer. Er fährt auf die Autobahn. Er fliegt in die Schweiz. Er fliegt auf die Malediven. Er fliegt nach Bangladesch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Setzen Sie ein. Adjektive, Akkusativ. Ich sehe. Ich sehe einen großen See. Ich sehe einen ruhigen Ort. Ich sehe die schöne Natur. Ich sehe die hohen Berge. Ich sehe große Gebäude. Ich sehe interessante Leute. Ich sehe ein tolles Restaurant. Ich sehe gute Freunde. Ich sehe einen netten Garten. Ich sehe einen großen Park. Ich sehe eine große Grünfläche. Ich sehe viele Leute. Ich sehe eine alte Hütte. Ich sehe kaum Gäste. Ich sehe den roten Sonnenuntergang. Ich sehe weite Felder. Ich sehe Leas Auto. Ich sehe den dunklen Wald. Ich sehe einen kalten Bach. Ich sehe einige Touristen. Ich sehe einen schnellen Wagen. Ich sehe einen steilen Waldweg. Ich sehe hohe Bäume. Ich sehe wandernde Menschen. Ich sehe eine große Überraschung. Ich sehe ein süßes Reh. Ich sehe seltene Tiere. Ich sehe schnelle Radfahrer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao!
Setzen Sie ein, woher kommt er oder sie? Er oder sie kommt aus Italien. Aus Indien. Aus Kroatien. Aus dem Sudan, maskulin. Aus Kenia. Aus Thailand. Von den Philippinen. Das sind Inseln im Plural. Er oder sie kommt aus Griechenland. Aus dem Senegal, maskulin. Aus Russland. Aus Australien. Aus dem Libanon, maskulin. Aus der Türkei, feminin. Aus Brasilien. Aus Peru. Aus Pakistan. Aus der Mongolei, feminin. Aus Österreich. Aus der Ukraine, feminin. Aus Schweden. Aus Marokko. Er oder sie kommt aus Portugal. Aus Kuba. Aus Angola. Aus dem Irak, maskulin. Aus Deutschland. Aus Äthiopien. Aus Eritrea. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Setzen Sie ein, ich bin oder ich bleibe. Ich bin zu Hause. Bei dir. Am Meer. Oben. Im Keller. In Indien. Im Bad. Ich bin auf dem Markt. Beim Essen. Auf dem Balkon. Unter der Dusche. Auf dem Spielplatz. Am Fluss. In der Türkei. Ich bin im Bett. Draußen. Auf der Terrasse. Im Regal. Im Café. Beim Bäcker. In der Schule. Ich bin in Japan. Beim Spielen. Beim Friseur. Bei meiner Freundin. Im Zoo. Im Park. In Algerien. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao!
Setzen Sie ein. Ich gehe, ich fahre und so weiter. Hier gibt es manchmal mehrere Möglichkeiten. Nach Hause. Zu dir. Ans, ins oder zum Meer. Ins Meer heißt hinein. Ans eher an den Strand. Nach oben. In den Keller. Nach Indien. Ins Bad. Zum oder auf den Markt. Zum Essen. Auf den Balkon. Zur oder in die Dusche. Zum oder auf den Spielplatz. Zum Fluss. In die Türkei. Ins Bett. Nach draußen. Auf die Terrasse. Zum oder ins Regal. Zum oder ins Café. Zum Bäcker. Zur oder in die Schule. Nach Japan. Zum Spielen. Zum Friseur. Zu meiner Freundin. In den oder zum Zoo. Zum oder in den Park. Nach Algerien. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Setzen Sie ein. Ich gehe oder fahre. Ich gehe zu Alex. Zu ihr. Zum oder nach Essen. Zur Station. Ans oder zum Ende. Zum oder auf den Friedhof. Rein. Ich gehe hinauf. Zu einem Freund. Zu denen. Nicht. Zum Fernseher. Zur oder in die Schule. Zum oder auf den Parkplatz. In den oder zum Supermarkt. An die oder zur Tankstelle. Auf das oder zum Amt. Zur oder in die Arbeitsagentur. Zum oder auf den Marktplatz. Zum oder ins Reisebüro. Nach Lissabon. In den Urlaub. Zur Massage. Zum oder ans Bücherregal. In den dritten Stock. Zum Tanzen. Ins oder zum Kino. Nach Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Setzen Sie ein. Präsens. Werden. Das ist ein Verb, das wir häufig im Passiv verwenden. Es wird heiß. Sie werden eingeladen. Ich werde überrascht. Das Haus wird umgebaut. Wirst du informiert? Das wird zusammengesetzt. Wir werden abgeholt. Ihr werdet benachrichtigt. Es wird hergestellt. Ich werde enttäuscht. Das Geschäft wird eröffnet. Der Weg wird kaum genutzt. Der Preis wird verlost. In der Nähe wird gebaut. Es wird oder ist bereits unterschrieben. Vieles wird verbessert. Es wird oft geübt. Das T-Shirt wird gewaschen. Wir werden bedient. Ihr werdet ruhiger. Die Mahlzeit wird zubereitet. Sie wird operiert. Der Dieb wird festgenommen. Die Zeitungen werden gelesen. Die Löhne werden erhöht. Die Straße wird endlich fertig. Wirst du angerufen? Ihr werdet geprüft. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Setzen Sie ein. Er ist in, an, auf, bei oder zu. Am Strand. Im Supermarkt. Bei Anna. Bei uns. Im Zentrum. Im Haus. Am Fluss. Bei Nina. In einem Park. Im Land oder auf dem Land, wenn es nicht in der Stadt ist. Weg. Im Auto. Am Platz oder auf dem Platz. Im Bahnhof oder am Bahnhof. Im Bett. Bei einer Freundin. Im Büro. An der Tankstelle. Im Laden. Auf einer Reise. In Griechenland. Auf dem Heimweg. Am Eingang. Auf dem Roller. Hinten. Im Klassenzimmer. Am Ende. Davor. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Setzen Sie ein, er ist in, an, auf, bei oder zu. Auf dem Platz. Am Meer. Im Bus. Im Kino. In der Mitte. Zu Hause. Auf der Straße. Daheim. An einem Ort. Bei Ihnen. Unterwegs. Im Flugzeug. Auf dem Sitz. Im Hof oder manchmal am Hof, das bedeutet aber am Königshof. Am Bahnhof. An der Haltestelle. Im Büro. Auf der Baustelle. Im Supermarkt. Im Urlaub. In Spanien. Auf dem Weg. Am Ausgang. Im Auto. Draußen. In der Schule oder an der Schule. Am Anfang. Dabei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Setzen Sie ein. Ausdrücke mit Präpositionen. Zu Ende bringen oder zu Ende sein. In Angriff nehmen. Aus dem Häuschen sein. Im Verdacht stehen. Im Streit liegen. Aus oder unter Protest gehen. In Kauf nehmen. Unter Einfluss stehen von, Dativ. In Gefahr bringen. In Schutz nehmen. Zum Ausdruck bringen. In Einklang bringen. In Berührung kommen mit, Dativ. In Frage kommen. Aus Hass handeln. Zum Vorschein kommen. Zur Sprache kommen. In Ordnung sein. Aus Wut handeln. In Wut geraten. Am Ende sein. Hier geht natürlich auch zu Ende sein. In Bewegung kommen. Zum Abschluss bringen. In Schwung kommen. In Gang kommen. Am Anfang stehen. Zu Fall bringen. Im Verzug sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Setzen Sie ein. Pronomen. Verlass mich nicht. Überleg es dir noch. Sprich mit mir. Bring es mir. Ärgere dich nicht. Kauf es dir selbst. Nerv mich nicht. Gönne es dir doch. Sag es ihm nicht. Erzähl es ihnen. Merk dir das. Vergib ihr. Ruf bei ihm an. Unterhalte dich mit ihr. Verlass dich auf mich. Übe es wieder. Schick ihn zu ihr. Ändere dich nicht. Hol sie ab. Komm zu mir. Schreib ihm mal. Gib es mir. Tu es nicht. Verlier sie nicht. Melde dich mal. Vergiss ihn einfach. Hilf mir mal. Such ihn selbst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.